Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 8. April 2021. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, lief es heute eigentlich relativ gut, war durchgehend eigentlich im positiven Bereich. Hier ein Höchstwert von 94,60 € oder 1,58% und gerade stehe ich hier bei 1,41% oder 84,54 €. Ja, es war hier zeitweise bzw. heute Morgen einmal kurz im Minus, nämlich gegen 7.50 Uhr bei minus 0,28% oder 16,86 € im Minus. Ja, ansonsten, was habe ich heute gemacht? Eigentlich nichts. Ich habe alles so weiter laufen lassen und habe nichts gekauft oder verkauft. Schauen wir einfach vielleicht nochmal auf die aktuellen Aktien oder die beliebtesten Aktien. Hier bei Trade Republic, 88 Energy, heute um 6,02% hier gestiegen. Zeitweise auch wieder hier 20% im Plus gewesen. Hatte ich ja heute schon ein Video gemacht bei Otto Energy. Können wir auch mal kurz drauf gehen. Wurde der Handel ausgesetzt, also voraussichtlich kann man hier wieder ab dem 12.04. ab Montag handeln. Es bleibt auf jeden Fall gespannt, ob das dann auch funktioniert. Ich dachte nämlich erst, dass das ein Fehler von Seiten von Trade Republic war, aber war scheinbar nicht so, also alles gut. Ja, Xiaomi, gehe ich gleich drauf ein, habe ich ja selbst im Depot. Dann Apple habe ich in meinem anderen Depot bei der Consorsbank heute auch echt gut performt, 1,43% oder 1,54 €. Dann Plug Power. Plug Power heute auch ein Plus von 2,2% gemacht. Auch hier eigentlich durchgängig im Plus gewesen. Hier teilweise auch bei 4,34% bei einem Aktienwert von 28 €. Und Amazon hier 0,82% im Plus. Oder 22,50 €. Auch Amazon habe ich ja in meinem anderen Depot bei der Consorsbank. Ja, dann, wenn wir uns hier mal den Tagesverlauf relativ ansehen, dann sieht man eigentlich, dass der Großteil eigentlich im Plus ist. Ein paar Aktien hier auch im Minus, wie beispielsweise mein Knockout-Zertifikat. Aber gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Ja, fangen wir an mit Tesla. Tesla hat ja sehr stark heute die deutsche Bürokratie kritisiert, was ich auch natürlich vollkommen verstehen kann. Jeder, der mal irgendeinen Antrag abschicken musste, hat sich mit der deutschen Bürokratie wahrscheinlich schon auseinandergesetzt, dass das alles ja vielleicht nicht ganz so einfach ist. Auch hier, genau hier, gibt es ja die Meldung, Tesla kritisiert Genehmigungsverfahren rund um deutsches Werk. Mal gucken, ob sie noch pünktlich öffnen. Sie wollten ja im Juli, meine ich, die Gigafactory in Berlin oder Berlin-Brandenburg eröffnen. Ja, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, ob das auch der Fall sein wird. Drücken wir Tesla auf jeden Fall da die Daumen. Insgesamt heute ein Plus von 6,70 € oder 1,18% und insgesamt bin ich jetzt hier nur noch in Anführungszeichen mit 6% im Minus. Dann PayPal, heute auch wieder super angestiegen und den ganzen Tag im Plus gewesen, gerade bei 2,72% oder 5,85 € je Aktie. Ja, und auch hier nur noch mit 9% im Minus. 88 €, mein Buy-in hier ja bei 243,15 € und ja, an sich Nachrichten gibt es hier eigentlich keine neuen, aber super Tag, kann auf jeden Fall so weiterlaufen. Ja, dann Stone Co. bin ich tatsächlich das erste Mal wieder im Plus hier, nach etwas längerer Zeit 4,08% heute Plus gemacht. Und jetzt bin ich hier mit 0,44% im Plus, 3,46 €. Immerhin, auf jeden Fall war ja jetzt lange im Minus wieder. Und auch hier kann es meinetwegen so weitergehen. Ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwas aus meinem Depot verkaufen soll und mir dann entweder nochmal Tesla holen soll oder Square. Das weiß ich noch nicht so genau.
Da muss ich mal abwarten und dann schauen. Ja, kommen wir auch schon zu Square hier. 4,53% heute plus gemacht, 9,40 €. Und hier bin ich jetzt gerade mit 9,29% im Plus oder 55 Euro. Nokia heute ein ganz kleines Plus von 0,16%. Macht jetzt nicht wirklich was aus. War hier auch schon deutlich höher im Plus, unter anderem hier bei 2,43%, aber ist dann wieder gegen 15,30 € gesunken. Ja, mal schauen. Ich glaube, heute kam keine Meldung raus. Ich hatte nämlich gelesen, dass irgendwas vorgestellt werden sollte. Ehrlicherweise habe ich auch nicht danach gesucht. Also kann sein, dass bislang irgendwas hier passiert ist, wahrscheinlich aber eher nicht. Mal gucken, ob in nächster Zeit noch irgendwas passieren wird. Kann auch sein, dass ich dann vielleicht doch Nokia verkaufen werde und das Geld nehme und eben in eine andere Aktie investiere. Ja, Xiaomi heute wieder ein kleines Minus von 0,53% gemacht oder 2 Cent. Bin hier insgesamt jetzt mit 28,12 € im Minus oder auch 20%. Dann Spineway, auch hier heute nicht wirklich was passiert. Mein Knockout-Zertifikat tatsächlich um 30% hier gesunken, 1,12 €. Ja, ich habe auf fallende Kurse gesetzt beim Nasdaq 100 und der Knockout ist hier bei 14.065 Punkten. Bin gerade hier mit 30 Euro im Minus, aber ja, bei sowas muss man natürlich den Totalverlust mit, also muss man eben daran denken, dass es auch eben zum Totalverlust kommen kann. Das war mir auf jeden Fall klar. Und ja, bin gespannt, vielleicht sinkt der Nasdaq 100 ja nochmal. Vielleicht auch nicht, man wird es abwarten. Das Geld ist halt eh übrig, sage ich mal. Ja, dann Walt Disney. Heute ein kleines Minus von 1 €, 0,62%. Ja, eigentlich hier ganz gut im Plus gewesen, dann hier wieder um 15,30 € gesunken. Mal gucken, wie es hier ansonsten jetzt so weitergeht. Und irgendwie ist die Ansicht hier gerade falsch, fällt mir auf, oder? Naja. Dann Facebook, heute auch ein kleines Minus, ist aber auch wieder hier super gestiegen, teilweise auch hier wieder 1% ins Plus gegangen. 266 Euro war dort eine Facebook-Aktie wert. Ja, dann um 15,30 € auch hier wieder gesunken, bis auf minus 1,21% runter. Erholt sich so ein bisschen gerade und mal gucken, vielleicht kommt es ja noch bei plus minus 0 heute raus. Dann Visa. Visa hier ein Wert von 1,36% im Plus gewesen, 2,50 € gegen 17,30 €, aber auch dann gesunken. Nichtsdestotrotz immer noch ein Plus von 0,36%, 66 Cent. Und ja, hier bin ich jetzt insgesamt auch, was bin ich hier denn? Ach genau, hier mit 0,77% im Plus. Dann Zalando. Seht ihr gerade, die Ansicht hier ist irgendwie falsch. Man kann auf jeden Fall nicht mehr sehen, wie viel Geld man hier im Plus oder Minus ist. Auch gut. Naja, neuen Fehler bei Trade Republic hier erkannt. Das hatte ich auch echt noch nie. Also könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch schon mal so komisch aussah. Den Fehler kenne ich tatsächlich noch nicht. Naja, Zalando heute auch ein Plus von 1,11% gemacht oder 96 Cent. Ja, kann auf jeden Fall so weitergehen. Aber wie gesagt, auch die letzten vier Aktien hier sind meine Sparplanaktien. Die werde ich auf jeden Fall langfristig halten. Und ja, da ist es mir eigentlich egal, ob die jetzt gerade Plus oder Minus sind, weil ich sie, wie gesagt, langfristig halten möchte.
Ja, also wie gesagt, bei mir gerade 83 Euro im Plus, 1,39%. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Tag lief. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.